Ah, Wahnsinn. Dann steig mich mal beim CV-Fahren richtig an. Wisst ihr was? Wir fahren jetzt diese Linie hoch. Wir können dann, wenn ich mich erinnere, erinnert mich, was los bei dir, dauernd Netzwerkfehler. Sollte eigentlich laufen. Also bei mir läuft der Stream einwandfrei hier. Kann ich noch auf dem Handy anmachen? Wo ist er denn? Soll laufen. Hallo Norika. Oh, Norika, hast du lange nicht mehr gesehen. Habe ich schon ganz früh Hallo gesagt. Das habe ich gesehen. Aber wo war ich? Du Luder! Ich hab's vergessen. Ah! Erinnert mich dran. Vielleicht machen wir am Ende des Abends, so gegen 10:30, sagen wir jetzt, oder so 10, wenn ich mich, ne? Bats, guten Abend. Waren 15k Kohle. Super Profi-Anfänger. Das freut mich. Ist das eine Stufe? 7er, ja, das geht. Endlich mal. Vielleicht können wir am Ende des Abends oder wir machen es am Donnerstag mal schauen oder vielleicht am Sonntag, je nachdem, wenn eine große Auswahl an Leuten mit dabei sind, damit da auch ein Ergebnis zustande kommt, dass, ich will nicht sagen, was machen denn die da? Dass ein Querschnitt ist, aber halt ein bisschen aussagekräftig. Vielleicht machen wir da eine kleine Umfrage, ob wir vielleicht eine CV-Linie hochfahren sollen. Hallo Trelli. Also ich habe noch die Deutschen zum Hochfahren. Und die Briten, wobei eigentlich habe ich nur die Deutschen zum Hochfahren, weil ich würde dann bei Stufe 4 beginnen. Wenn das von Interesse ist. Das bedeutet, Noob, ein Anfänger, bringt sich selbst bei, wie man CV fährt. Klingt nicht sonderlich... Aber ich muss ja immer die... maximale Feuerreichweite, die Erkennbarkeit zur Luft packen wir rein. So. Cobra, hallo Cobra. Schauen wir mal. Wie gesagt, alles ist möglich. Und ja, irgendwann habe ich dann vor, ich weiß nicht, wie Twitch das annimmt mit den 1044p, ich weiß auch nicht, wie Twitch das macht, muss ich mal einen Twitch-Partner fragen, ob man, wenn man auf 1044p streamt, die Leute die Möglichkeit haben, das auf 1080p runter zu skalieren, wenn man denn mal Twitch-Partner ist oder wäre. Das kann sich nur noch um Monate handeln. Aber mal, ist ja nicht das Wichtigste. Wichtig ist, wäre nur, dass Twitch das einführt für alle zum Skalieren. Das wäre weitaus wichtiger. Ich bin blöd gefahren, tatsächlich. Oh, ich hab... Oh, meine Maus ist viel zu... Muss viel zu weit fahren. Das muss ich umstellen. Muss ich dann direkt umstellen, nächstes Gefecht oder wenn wir herwegfahren? Ich wollte sagen, ja, weil ich muss zweimal weiter drehen, damit das läuft. Das ist nicht gut. Ich bin jetzt nicht der arge Drängler hier. Hallo? Aber, also Drängler mit der Maus. Wirklich Shiratsu. Fluffy Power. More 82. Vielen lieben Dank. Dankeschön für deinen Sub. Und guten Abend. Olli. Habe ich noch keinen vergessen. Hallo Alfred der Erste. Dankeschön für deinen Sub schon im dritten Monat. Vielen lieben Dank. Ja, die Deutschen sind recht spannend. Ja, zum Beispiel. Könnte man mal wagen. Aber wie gesagt, das überlasse ich euch. Das ist an eurer Entscheidung. Müssen wir sehen, ob ihr Lust drauf habt. Ich würde es mal probieren. Ist ja unterm Strich auch wichtig. Ich habe jetzt Angst vor den Torpedos. Eigentlich schaffe ich das eigentlich mit ein Viertel Kraft schnell hier die... Das ist das Blödeste immer, wie ich finde. Jetzt, ja, okay, das geht. Das geht. Da. Hallo, El Comandante. Ja, man muss... Das mal realistisch sehen, hier mit dem Verteidigen Kärtchen hat man mehr Zeit, ein bisschen im Chat zu schmökern. Was ist unser Ziel mit einer Gnevni? Oh ja, auf jeden Fall mal hier die Graf Spee nochmal anzuzünden, weil die gelöscht hat, das Luder. Ja. Das Ziel ist immer noch nicht das, was ich gewohnt bin, oder?
Hochgestochene 60k. Mit 40 bin ich zufrieden in jedem Gefecht. Zufrieden, aber es ist das Unterste. Ne? So, 100k. Das ist ja wie auf Stufe 10, 350k mit einem Zerstörer. Zu wenig weit, prallt alles von der Seite ab. Muss weiter aufs Deck. So. Fluffy Power. Enlin, da. Hallo, Schatz. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Dankeschön für deinen Sub schon 14 Monate. Sorry, Schatz. So. So ist unsere Prime-Mitgliedschaft sehr gut investiert, wie ich finde. Obwohl ich nicht glaube, dass sie viele Stunden hier zugesehen hat. Stimmt, du hast mich live. Das stimmt. Das ist oft Belastung genug. Hallo, André Alp. So, Eierperle hat eine Frage. Ich hatte heute auf einem 7-Tage-Premium und ein neues Premium-Schiff im Hafen, ohne irgendwas abgeschlossen oder einen Container geöffnet zu haben. Gibt es irgendwelche Hidden Achievements oder sowas? Eierperle, normalerweise, wenn du über einen Einladungscode kommst, bekommst du ein neues Premium-Schiff Stufe 6 geschenkt, wenn du deine erste Stufe 6 Runde gefahren bist. Das ist quasi sowas. Ansonsten kann es sein, es gibt einen garantierten Stufe 7 Container, den man sich erspielen konnte, wenn es mich nicht täuscht. Heute gab es die Dreadnought geschenkt. Habt ihr auch bekommen? Wirklich? Wie geschenkt? Von den Öffnungsdingern da. Gut, so gut. Tier 3 Dreadnought. Ja, dann hast du deine Antwort. Herzlichen Glückwunsch. Hätte auch einen Schiffswunsch. Wie wäre es mal mit einer Dunkirk, falls vorhanden? Dunkirk ist vorhanden. Können wir uns anschauen. Können wir uns anschauen, nach den zwei Gefechten Gnevni fahren wir direkt die Dunkirk. Oh, da ist eine Squane. Schafft die Devonshire das? Ja, schafft sie. Das Luder. Mieses Luder. Steht einfach im Hafen, okay. Krass. Hallo Hansen. Oh, die Dings, die Dunkirk. Wird interessant. Ja, Schlachtschiffe. Die Tier 3 Dreadnought, also Fluffy Dreadnought, Dreadnoughts. Das Urschiff der Dreadnoughts von den Briten. Habe ich auch nicht mitbekommen, dass wir die geschenkt bekommen auf gut Deutsch. Also ist mir tatsächlich neu. Ja, ich fahre jetzt hoch, um die Mayhem abzufangen. Bin jetzt zwar nicht unbedingt der Kombattant dieses Schiffes, aber bevor die nochmal reinfahren. Außer es lässt sich hier noch gut farmen. Mir fehlen noch 40k. Aber hier auf Schlachtschiffen rumballern. Oh nein, das sieht mir ungut aus hier. Gut, nur ein Ausfall. Kann ich mir aber... Nein, ich hab... Dicke fucking Finger hier. Wollte eigentlich nur reparieren und nicht smoken. Ja gut, aber warum nicht? Naja, weil ich alles spotte. Deswegen. Schau ich mir direkt an, Devonshire. Ist alles gut, das wird man anders aussprechen. Schau mir, bei Steam habe ich sie drin gehabt. Ah. Oh. Alle haben es. EG verschenkt doch nichts, da muss einen Haken geben. Ja, dafür müsst ihr 300 Gefechte fahren. Ansonsten wird sie euch wieder weggebucht, plus 1000 Dollar. EG verschenkt voll viel geilen Scheiß. Das fällt den meisten vor lauter Jammern nur nicht auf. Weil Wargaming halt auch immer etwas noch zum Bezahlen dazu packt. Dann heißt es, ist aber nicht komplett spielbar. Wie ist nicht komplett spielbar? Das ist ja voll kacke. Das soll alles komplett spielbar sein. Den ganzen Scheiß, den man dann geschenkt bekommt, das sieht man nicht. Übrigens immer auf die Mitte hier zielen mit dem kleinen Kaliber. Vor allem mit Hai. Weil auf den Dächern der Türme macht man keinen Schaden, wie man hier gesehen hat gerade. Da wäre eine Graf Spee. Gut für Gil. Aber ist zu. Ja, vor allem gibt es ständige Events, wenn man was bekommt. Das stimmt. Ihr müsst denken, wenn ihr schon seit 2015 dabei seid, dann kennt ihr noch die Zeiten, wo es nicht diese ganzen Flaggen gab, die man geschenkt bekommen hat. Ne? Das ist, früher war Level nicht so einfach. Hier durchgrinden mit 30 Gefechten oder so, ging nicht.
Da hast du auf Stufe 6 hast du angefangen zu beißen. Das war echt übel. Ja. Von daher, das ist nur möglich durch die ganzen Ökonomieflaggen, die Tarnungen, durch die neuen, also generell durch alle Flaggen. Das ist brutal. Das gab es vorher nicht. Hallo Nanook. Die ganzen Container mit zwei Tarnungen und den täglichen Belohnungen und und. Stimmt, ich habe gelacht über die täglichen Belohnungen. Ich habe gesagt, pff, diese täglichen Belohnungen, ist ja witzlos. Log mich immer noch nicht täglich dafür ein. Aber die machen für manche, die komplett kostenlos spielen, macht das schon den Unterschied. Da kann jetzt jeder, der Premium hat, kann drüber lachen und sagen, pa, das braucht man doch nicht. Das ist nicht so wichtig. Natürlich nicht. Mit Premium ist es nicht wichtig. Aber ansonsten. Ansonsten könnte man hart im Struggle sein, oder? Hallo Senekal. War damals ein harter Weg bis zum ersten Zehner. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe, ich will nicht sagen ein Jahr, und ich war nie Extremspieler. Immer Arbeit. Aber. Aha, doofi. Ich muss da hinten zurück. Eisenhower ist ja blöd hier. Oh, schade. Ich habe, glaube ich, für meinen ersten Zehner, das dürfte die Yamato gewesen sein, habe ich ein Dreiviertel oder ein Jahr gebraucht. Gut, ich habe nicht nur eine Linie gespielt, ich habe auch die deutschen Kreuzer gespielt dann und die japanischen und die amerikanischen leicht und ein bisschen was an DDs. Aber ich habe ein Jahr gebraucht für meine ersten Zehner, für meine Yamato. Ich habe ein ganzes Jahr gebraucht für 350.000 Free XP, um die... Oh, das könnte interessant sein. Woher kommt die Gneisenau? Oh, na gut, sie wird mich sehen. Definitiv. Und ich werde... Ah, sie fährt zurück. Okay. Kann ich mir nicht entgehen lassen. Kann ich mir einfach nicht entgehen lassen. 40k haben wir. Muss ich probieren. Das ist spielentscheidend hier. Und man war stolz wie Bolle, wenn man den ersten Zehner hatte. Das stimmt. Jetzt natürlich hat man schon Tausende. Hallo? Torpedoshot? Bisschen höher vielleicht. Hätte ich jetzt längere Torpedos, ich mache nur Overpants, ne? Ja, nicht ganz. Ziel auch richtig, soll ich da mal mit Haie reinschießen? Er wehrt sich nicht. Ei macht mehr Schaden. Täuschend. Immer die miesen DDs, die CV sagen, ich hab den nicht gejagt, der ist umsonst, der ist da zu mir gekommen. Ich mach das doch nicht absichtlich, das ist ja voll arg. Tadala. Die armen CVs. Schau dir das an, die armen scheiß CVs. Wird Zeit, dass ich den erledige hier. Und danach... ...die den unten ankommen, ein bisschen eindrehen. Ein anderes Thema. Rose World. Mir fällt auf, dass ich vom Schiff unfassbar viel Schaden bekomme. Bombentreffer 20k, das ist normal. Und diverse Brände, das ist normal. Torpteppich mit 8 Torps, das ist normal. Das ist normal. Das ist die Roosevelt. Die ist noch OP. Das ist nur die Roosevelt. Ach komm schon. Ach, CV verreckt doch. Also die super Brände, die der CV hat. Ich will doch dann auf die blöde Ismael schießen. Hallo, wie hoch muss ich zielen, damit ich den scheiß CV treffe hier in der Superstructure? Also jetzt kommt noch der andere CV und will ihn noch erledigen. Treff die Superstructure gut, aber die ist gesättigt.
Geh jetzt einfach drauf. Ach, geh doch drauf. Wie er sich wehrt. Ich habe immer den gleichen Ziel und dann geht's einmal davor und dahinter. Der will nicht, dass der schon. Komm, das ist doch lächerlich, Wargaming. Danke. Davor und dahinter, ohne das Ziel zu verändern. Naja, muss aber eigentlich ein Bug sein, da es kein Russenschiff ist. Ja, das ist der Test. Nehme ich natürlich mit, Mahlzeit. Naja, macht mir nichts. Egal, haben noch genug. Und 71.000, wir sind gut dabei. Ist ein guter Anfang für das erste Gefecht. Auf Stufe 6, DD. Für die Nürnberg wäre es natürlich Crap. Oh, guter Kaffee. Gut stark. Stark und süßlich, so mag ich ihn am liebsten. Also schwarz mit bisschen Zucker. So. Hatte den nur einmal im Gefecht, habe ihn mit der Masse versenkt. Ich glaube, er ist unterschiedlich schlimm, je nach Schiff, das man fährt. Ist klar. Manche Schiffen hat man einfach gar keine Anti-Air. Manche Schiffe hätten eine gute Anti-Air und da bringt es auch nichts. Und ich habe gehört, die Flugzeuge sind sehr stabil, sollen die stabilsten des Spiels sein. Und ja, wenn die Russen... Brauner Zucker und Milch kommt super im Kaffee. Ich bin... Brauner... Verwende ich mal meinen Gedanken kurz. Wenn die Russen CVs dann kommen und sie werden kommen, da könnt ihr euch so sicher sein wie das Amen im Gebet, wenn ich mal einen gläubigen Vergleich ziehen darf. Ja, welche Religion ist dann egal. Aber das wird mit Sicherheit kommen. Dann muss ich bereit sein. Weil die Russen-CVs... Das ist... Hallo Wladimir Schutin. Guten Abend. Die Russen-CVs, die werden abartig werden die sein. Die werden abartig sein. Aber richtig abartig. Naja. Oh, ich sehe einen Torpedo-Run. Ich sehe einen Torpedo-Run auf eine Ismail. So. Kaffee? Es ist Whisky-Zeit. Ja, nicht unter der Woche. Unter der Woche trinke ich keinen Alkohol. Nennt es dämlich, aber ein Mann hat seine Prinzipien. Außer ein Verdauungsschnäpschen, wenn ich zu viel gefressen habe. Das kommt hin und wieder dann dennoch vor. Oh, das Problem ist, wir haben nicht so viel. Würme passen? Er hat geschossen. Die Sack. Wundert er sich nicht, worauf seine Sekundärartillerie schießt? Oh, Feuer im Nebel. Shit. Scheiße, da ging alles daneben. Das war nicht gut. Das hätte ein Kill sein können, aber so muss ich es jetzt so machen. Das war schlecht getorbt. Er hat natürlich drauf geachtet. Ist ja nicht dämlich. Aber näher ranfahren. Gefährlich mit der Sek. Haben nur noch 1500. Ihr habt es ja selbst gesehen. Die Russen sind fast bekommen gleichzeitig mit den U-Booten. Oh Gott. Hör auf. Da habe ich Angst vor. Aber da muss man dann ready sein, ne? Ja, tut mir sehr leid. Seh und hör nichts. Was, Wurstfinger? Tut mir auch leid. Warum siehst du nichts und hörst nichts? Also, machen wir mal auf hier den Stream. Kanal. Ja, da hört man's. Kanal. Oh Gott, das wird eine Ewigschleife. Also funktioniert gut bei mir. Also das sollte eigentlich alles passen. Jetzt ist ja nicht, den ich rausgeschossen. Ja, der heilt hoch. Was ist das für eine Frechheit? Oh, und ich muss das erledigen, bevor 16 Sekunden. Ich kann noch einen Puff nach vorne fahren. So. Guten Fluffy Abend, Power. Sturmfalke. Sturmwind, guten Abend. Und Shorty, vielen lieben Dank für deinen Sub mit Prime. Jetzt stirbt doch endlich. Monat. Vielen lieben Dank. Uff, Mod Emer, Dankeschön für deinen. Also, Dankeschön. Ah, Dankeschön. Hallo Daxis, habe ich übersehen. Und Wurstfinger, tut mir leid, dass du nicht hörst und nichts siehst. Auf einmal sagt die Russen und Franzosen haben wenigstens real, mindestens einen CV. Wie viele haben wir? Hatten real die Deutschen.
fast einen, ja, und einen gut gebaut. Darf ich dir mal was schicken? Über die E-Mail-Adresse, die angegeben ist, immer gerne. Ansonsten flüstern. Das habe ich ausmachen müssen, weil sonst hätte es die ganze Zeit blop, 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 blop gemacht. Das ist im Stream zum Kotzen. So. Wir schalten das jetzt runter auf 2 Minuten und es gibt einen Karma-Code. Ich habe tonnenweise von denen. 96.000 ist okay. 100.000 wären sexy gewesen, aber 60.000 ist unser Ziel. So.